Leg den Papierkram zur Seite und mach deine Pause. Das ist der beste Rat, den ich je gehört habe. Ich hatte ohnehin vor, mit euch zu reden. Ich habe mich der Inquisition nie offiziell angeschlossen. Ich hab's nicht so mit dieser Jüngergeschichte. Ich bin Geschäftsmann. Ich bin noch nie irgendeinem Auserwählten gefolgt. Ich brauche keinen Jünger. Was ich brauche, ist ein Freund. Wenn ihr wüsstet, wie einschüchternd ihr seid, würdet ihr das nicht einfach so sagen. Ihr wisst einfach nicht, was ihr für die Leute da draußen seid. Der Herold Andrastes ist als Symbol weit bedeutsamer als jeder einzelne von uns. Was bin ich dann für euch? Für mich ergibt nichts von dieser Scheiße einen Sinn. Ist das Ende der Welt? Hat Andraste euch durch die Bresche geschickt? Ich habe keine Ahnung. Ihr habt gehört, wie die Menge nach dem Angriff auf Haven gesungen hat. Bitte sagt mir, dass ihr jetzt kein Lied schmettern werdet. Keine Sorge, so grausam bin ich nicht. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sei denn, spielen wir eine Partie Sündenfall? Inquisitor, ich habe herausgefunden, woher die Roten Templer kamen. Von Theron Falls Schanze. Den Rittern wurde rotes Lyrium eingeflößt, bis sie sich in Monstren verwandelten. Nachdem ihr Verfall vollständig war, hat Samson die Führung übernommen. Woher kennt ihr Samson? Er war ein Templer in Kirkwall, bis er aus dem Orden ausgeschlossen wurde. Ich wusste, dass er süchtig war, aber das hier... Rotes Lyrium ist vollkommen anders als das Lyrium, das die Kirche herausgibt. Seine Macht ist mit entsetzlichem Wahnsinn verbunden. Ja, das haben die Roten Templer in Haven mehr als bewiesen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie an Macht gewinnen. Die Roten Templer brauchen weiterhin Lyrium. Wenn wir ihre Quelle finden, können wir sie und ihren Anführer schwächen. Wo fangen wir an? Das rote Lyrium wird von Schmugglerkarawanen über die Handelsstraßen transportiert. Bei ihnen könnten wir einen Hinweis darauf finden, wo es abgebaut wird. Seid aber vorsichtig, wenn ihr euch mit ihnen befasst. Alles, was mit Samson in Verbindung steht, wird äußerst gut bewacht sein. Ja, beeindruckend, nicht wahr? Er ist einer Anführerin wahrlich würdig. Er soll Einfluss vermitteln und dessen Würde. An diesem Ort wird die Inquisition zu Gericht sitzen. Ihr werdet hier zu Gericht sitzen. Das heißt also, dass noch mehr Leben in meiner Hand liegen. Während sich andere aus der Verantwortung stehlen, seid ihr ein Leuchtfeuer der Gerechtigkeit, Inquisitor. Das alles muss jedoch nicht blutig enden. Die Souveränität der Inquisition rührt von denjenigen Verbündeten her, die sie anerkennen. Sie gibt euch Befugnisse, ist aber auch eine Verpflichtung. Die Gerechtigkeit kennt mehr als nur ein Werkzeug. Wird sie klug umgesetzt, könnte eine Hinrichtung im Vergleich sogar barmherzig wirken. Gibt es jemanden, über den ich richten muss? Nehmt auf dem Thron Platz, sobald ihr bereit seid. Wir werden ihn dann vor euch führen. Ihr erinnert euch sicherlich an Gereon Alexios aus Tevinter. Ferelden hat ihn uns in Anerkennung eurer Hilfe überstellt. Die formellen Anklagepunkte lauten auf Abtrünnigkeit, versuchter Versklavung und versuchter Mord. An niemand geringerer als euch. Tevinter hat ihn enteignet und ihm seine Stellung aberkannt. Ihr könnt über den ehemaligen Magister urteilen, wie ihr es für angebracht haltet. Helft mein Gedächtnis auf die Sprünge. Wie lautet nochmal die Strafe für Leute, die um ein Haar die gesamte Zeit zerfetzt hätten? Ich konnte meinen Sohn nicht retten. Denkt er etwa, mich interessiert, was aus mir wird? Habt ihr sonst noch etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ihr habt nichts gewonnen. Die Leute, die ihr gerettet habt, die Zustimmung, die ihr gefunden habt. Der kommende Sturm wird all das hinwegfegen. Fällt euer Urteil, Inquisitor.
Ihr hattet den Magiern geschworen, ihr würdet ihnen helfen. Ich werde dafür sorgen, dass ihr dieses Versprechen auch haltet. Ihr werdet Fiona unterstellt. All euer Wissen, eure Beziehungen und eure Besitztümer werden für die Zukunft der Magier verwendet werden. Der Henker wäre eine mildere Strafe gewesen. Interessante Neuigkeiten? Ein Brief von Felix, Alexios Sohn. Er ist zum Magisterium gegangen, hat sich vor den Senat gestellt und ihm von euch erzählt. Mit glühender Begeisterung, heißt es. Keine Ahnung, wie sie reagiert haben, aber zu Hause ist er in aller Munde. Felix war sein Geld wirklich wert. War? Er ist tot. Ein Opfer der Verderbnis. In so kurzer Zeit? War er so krank? Er hätte eigentlich schon vor langer Zeit sterben müssen. Alexios hat ihn mit Magie am Leben erhalten. Felix hat immer Leckereien aus der Küche für mich stibitzt, wenn ich spät abends im Studierzimmer seines Vaters arbeitete. Pass auf, dass du wegen mir keinen Ärger bekommst, habe ich immer gesagt. Aber er meinte nur, ich liebe Ärger. Tevinter könnte mehr Magier wie ihn gebrauchen. Leute, die das Wohl anderer über das eigene stellen. Wart ihr beiden etwa... Felix und ich? Was für eine komische Frage. Nein, ich hatte nicht vor, Alexios Gastfreundschaft zu missbrauchen, indem ich seinen Sohn verführe. Ich war in meinem Leben nicht immer so anständig, aber mit Felix war es etwas anderes. Trotz seiner Krankheit war er der Beste von uns. Wenn er da war, wusste man, dass alles besser werden könnte. Ihr sagt das, als wäre er ein besserer Mensch gewesen als ihr. Was für ein Unsinn. Es gibt nur ganz wenige Leute, die besser sind als ich. Also schön. Ein besserer Mensch, sicher. Aber nicht annähernd so attraktiv. Glücklicherweise war Felix nicht der einzige anständige Bursche in Thedas. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Inquisitor, ich hatte nicht mit eurem Besuch gerechnet. Ihr habt bisher nur wenig Interesse gezeigt, euch mit mir unter vier Augen zu unterhalten. Aber wie sagt unsere gute Josephine immer so schön? Es ist nie zu spät, neue Freunde zu gewinnen. Ich hoffe, ich störe nicht bei irgendetwas. Der Kommandant hat mir nur etwas gebracht. Die Namen derer, die wir in Haven verloren haben. Ihr gebt bestimmt mir die Schuld daran. Wir alle haben gesehen, wer uns angegriffen hat. Wir wissen genau, wer die Schuld daran trägt. Ich frage mich immer wieder, was ich hätte anders machen können. Als die ersten meiner Späher verschwunden sind, habe ich die anderen zurückbeordert, um erst auf weitere Informationen zu warten. Wären sie weiterhin im Einsatz gewesen, hätten sie uns mehr Zeit verschaffen können. Oh, ich hatte Angst, meine Spione zu verlieren. Und so haben wir stattdessen Haven verloren. Ihr achtet auf eure Leute. Das ist etwas Gutes. Tatsächlich. Meine Leute wissen, was ihre Pflicht ist. Sie kennen die Risiken. Sie sind sich bewusst, dass sie im Dienste der Inquisition möglicherweise ihre Leben opfern müssen. Unsere Leute sind keine Werkzeuge, die man benutzt und dann wegwirft. Eure Instinkte waren richtig. Ihre Leben sind von Bedeutung. Können wir uns derartige Sentimentalitäten wirklich leisten? Was, wenn Korypheus... Wir sind besser als Korypheus. Warum bin ich so angezogen? Das seht ihr gleich. Kommt schon. Ihr werdet es nicht bereuen. Das verspreche ich euch. Nabend. Ich bin der Eiserne Bulle. Meine Söldnertruppe hat sich euch vor kurzem angeschlossen. Tanner, ich bin aus Jada. Naja, aus der Nähe von Jada. Myra, ich war Hauptmann der Wache bei Lady Pendel. Sie hat mich angeheuert, nachdem dieser Scheiß beim Konklave passiert ist. Wollt ihr was trinken? Und wer ist das? Das ist Grimm. Sie redet nicht viel. Also,
Seid ihr bereit, ein paar Dämonen oder Venatori zu töten? Oder was auch immer dieser Arsch von Korypheus ist? Es geht hier nicht nur ums Töten. Wir helfen dem Inquisitor, die Welt zu retten und ein neues Reich zu errichten. Naja, solange ich bezahlt werde, bin ich glücklich. Deshalb habe ich mich ja schließlich verpflichtet. Ich konnte einfach nicht mein ganzes Leben auf einem Bauernhof verbringen. Ich musste ein wenig leben, versteht ihr? Was ist mit euch, Myra? Wieso seid ihr dabei? Ich dachte, ihr dient irgendeiner Adeligen. Ich habe gesehen, was in Haven passiert ist. Wie der Inquisitor diesem Monster und seinem Erzdämon Auge in Auge gegenüberstand. Ich singe den Gesang des Lichts nicht so oft, wie ich sollte. Aber niemand kann so etwas miterleben und trotzdem nicht glauben. Also dann, Grimm und ich sollten uns auf die Suche nach unseren Zelten machen. Danke für eure Gastfreundschaft. Ich kenne jeden Kämpfer unter meinem Kommando. Ihr habt diese Möglichkeit nicht. Aber es kann nicht schaden, ein paar Gesichter zu kennen. Es war gut, Ihre Sichtweise kennenzulernen. Ja, für Jungs wie Tanner könnten wir offenbar einen leichten Sieg brauchen. Und Veteranen wie Myra haben schon genug erlebt, um wachsam zu sein. Ihr habt eine gute Armee aufgestellt. Vergesst es nicht. Egal, was auch kommen mag. Danke, dass ihr gekommen seid. Vielleicht könnt ihr diesen Schlamassel beseitigen. Unsere vermissten Patrouillen befinden sich in der Gewalt der Avar. Das sind Barbaren aus den Bergen. Was haben sie dann in einem Sumpf zu suchen? Das ist der springende Punkt. Ihr Anführer, er will, dass sie gegen euch kämpfen, weil ihr der Herold Andrastes seid. Soll ich irgendwas unterschreiben, bevor er versucht, mich zu enthaupten? Sie denken, dass nur Schwächlinge lesen. Ihr wisst schon, Scholaren, Bewohner der Ebenen, olesianische Bauern. Es wird nicht leicht sein, zu unseren Truppen vorzustoßen. Ihr müsst euch durch die Untoten. Wartet, ihr seid doch nicht empfindlich, was Untote angeht, oder? Sie stehen nicht auf der Liste meiner Lieblingsmonster. Dann solltet ihr euch vom Wasser fernhalten. Die Avar sind in dem Schloss auf der anderen Seite des Fallbruchs. So der Erbauer will, sind die Leute der Inquisition noch am Leben. Dieser Fall ist ein wenig befremdend. Nach eurer Rückkehr aus den Sümpfen fanden wir diesen Mann, wie er die Feste angriff, mit einer Ziege. Häuptling Movren, der Niederträchtige. Er fühlt sich beleidigt, weil seine Avar-Brüder getötet wurden, nachdem sie euch wiederholt angegriffen hatten. Was sollen wir mit ihm machen? Wohin wollt ihr ihn schicken, um uns von seinem Gestank zu befreien? Ihr wolltet den Tod eures Clans rächen mit einer Ziege? Ein Gerichtssaal? Das ist unnötig. Ihr habt meinen schwachsinnigen Sohn getötet, also musste ich euren Besitz mit Ziegenblut beschmieren. Seht nicht mich an. Damit sind wir quitt. Er sollte Tevin Terraner töten, hat sich aber mit eurer Inquisition angelegt. Rothaarige Weiber schenken einem eben nur Rotzlöffel. Macht, was ihr für richtig haltet, Inquisitor. Mein Clan wird sich fügen. Meine verbliebenen Söhne haben ihren Verstand noch in ihrem Kopf. Unser Zwist war offenbar nur ein Missverständnis, Häuptling Movren. Doch das darf sich nicht wiederholen. Ich verbanne euch und euren Clan mit so vielen Waffen, wie ihr tragen könnt, nach Tevinter. Dann war mein schwachsinniger Junge also letztlich doch zu was gut. Das
Das ist nur eine kleine Fingerübung. Ich bin dankbar, dass ihr mich gefunden habt. So aufregend meine Wanderungen durch die Wälder auch waren, das hier ist besser. Es ist gut, Teil von etwas derart Wichtigem zu sein. Von etwas, das wirklich etwas verändern könnte. Es freut mich, dass ihr das so seht. Ich klinge wie eine Schwester der Kirche, nicht wahr? Wie eine alberne, kleine Anwärterin. Aber was soll's? Ich schätze, ihr habt euch meine Loyalität verdient. Und meinen mädchenhaften Enthusiasmus. Wem man folgt, entscheidet, wer man ist. Hat mir mal jemand gesagt, ich brauchte Jahre, um zu verstehen, was er damit gemeint hat. Und einige von uns entscheiden sich, überhaupt niemandem zu folgen. Wir können nicht alle geborene Anführer sein. Es war ein Chevalier, der diese Worte zu mir gesagt hat. Ein mächtiger Mann, aber niemals ehrlos, ein wahrer Ritter. Wir begegneten uns als Kontrahenten im großen Tournai. Er gab mir diesen Rat, bevor wir wieder unsere Wege gingen. Er hatte seine Ambition zurückgestellt, damit ich den Behurt gewinne. Ich habe ihm nicht einmal gedankt. Er muss doch im Gegenzug für seine Hilfe etwas von euch gewollt haben. Er wollte einen Schüler, einen Knappen. Jemanden, den er lehren und formen konnte. Er kannte mein Potenzial. Als es vorbei war, bot er mir an, mein Mentor zu werden und mich zu lehren, ein Ritter wie er zu werden. Und ich, jung und dumm wie ich war, schlug sein Angebot aus. Ich hatte gerade den Buhurt im großen Tournai gewonnen. Ich brauchte ihn nicht. Ich hätte mit ihm gehen sollen. Vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Anders heißt nicht zwangsläufig auch besser. In diesem Fall schon, denke ich. Aber ich bin jetzt älter und hoffentlich auch klüger. Ich denke, ich habe mich entschieden, der richtigen Person zu folgen. Als Anführerin der Inquisition müsst ihr... Es gibt da etwas, das ich euch sagen muss. Ihr seid heute ja besonders ernst. Ich weiß. Das Lyrium verleiht uns Templern unsere Kräfte. Aber es kontrolliert uns auch. Jene, die von ihm abgeschnitten werden, leiden Qualen. Einige werden wahnsinnig, andere sterben. Wir haben sichergestellt, dass die Templer hier mit ausreichend Lyrium versorgt sind. Ich allerdings nehme es nicht mehr. Ihr habt damit aufgehört? Ja, als ich mich der Inquisition angeschlossen habe. Das ist jetzt Monate her. Ihr habt nie über irgendetwas geklagt. Warum sollte ich? Es war meine Entscheidung. Nach dem, was in Kirkwall geschehen ist, konnte ich nicht... Ich will nicht länger an den Orden oder dieses Leben gebunden sein. Und ich akzeptiere jegliche Qualen, die ich dafür erleiden muss. Aber ich würde niemals die Inquisition in Gefahr bringen. Deshalb habe ich Cassandra gebeten, mich im Auge zu behalten. Sollten meine Führungsqualitäten leiden, werde ich meiner Pflichten entbunden. Habt ihr Schmerzen? Ich kann sie ertragen. Danke, dass ihr mir das erzählt habt. Ich respektiere eure Entscheidung. Ich danke euch, Inquisitor. Die Armee der Inquisition wird stets Vorrang haben. Sollte irgendetwas geschehen, werde ich mich Cassandras Einschätzung fügen. Ihr habt immer gewusst, wo Hawk war! Da habt ihr verdammt recht. Ihr verlogenes kleines Aas! Ihr habt mich entführt. Ihr habt mich verhört. Was hattet ihr denn erwartet? Ich hatte erwartet, dass ihr die Wahrheit sagt. Ich hatte euch gesagt, was auf dem Spiel stand. Ich hätte ihn also allein auf euer Wort hin ausliefern sollen? Alles in Ordnung, Hawk. Diese Fanatikerin ist nicht wahnsinnig, versprochen. Ah! Seht sie euch nur an. Sie ist verrückt. Schluss damit. Ihr habt beide euren Standpunkt klar gemacht.
Wir brauchten jemanden, der die Inquisition anführt. Hawk war unsere einzige Hoffnung. Er war der Champion von Kirkwall. Die Magier respektierten ihn. Und ihr habt ihn vor uns versteckt. Die Inquisition hat doch eine Anführerin. Hawk wäre beim Konklave gewesen, wenn irgendjemand ihre Heiligkeit hätte retten können. Ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern, Cassandra. Also muss ich einfach akzeptieren, dass... Was? Dass der Erbauer wollte, dass all das geschieht? Dass er... Varric ist ein Lügner, Inquisitor. Eine Schlange. Selbst nach dem Konklave, als wir Hawk am dringendsten brauchten, hat Varric uns seinen Aufenthaltsort verschwiegen. Aber jetzt ist er da. Wir stehen auf derselben Seite. Wir alle wissen, auf welcher Seite ihr steht, Varric. Und es wird nie die der Inquisition sein. Das hier ist eurer unwürdig. Ich sollte nicht darüber nachdenken, was hätte sein können. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Geht, Varric, bitte. Geht einfach. Wisst ihr, was ich denke? Wäre Hawk im Tempel gewesen, dann wäre er jetzt ebenfalls tot. Ihr und euresgleichen habt ihm schon genug angetan. Ich habe ihm geglaubt. Er hat mir irgendeine Geschichte erzählt und ich habe sie geschluckt. Hätte ich ihm nur erklärt, was auf dem Spiel stand, es ihm begreiflich gemacht. Aber das habe ich nicht, oder? Ich habe ihm nicht erklärt, warum wir Hawk brauchten. Ich bin solch eine Närrin. Habt ihr euch unsere Inquisition mal angesehen, Cassandra? Wir alle hier sind Narren. Soll ich mich jetzt etwa besser fühlen? Ein wenig besser aufgehoben, vielleicht. Ihr sollt wissen, dass ich nichts bedauere. Hätten wir Hawk gefunden, wäre der Erbauer vielleicht nicht gezwungen gewesen, euch zu uns zu schicken. Aber er hat es getan. Ihr seid nicht das, was ich erwartet hatte. Aber wenn ich eines gelernt habe, dann, dass ich nicht das Geringste weiß. Cassandra hat sich beruhigt. Ich denke, ihr könnt eure Armbrust jetzt loslassen. Könnt ihr beruhigt näher definieren, bezogen auf wen oder was sie gerade verprügelt? Ich habe nicht versucht, irgendetwas zu verheimlichen. Ich habe der Inquisition alles erzählt, was mir zum jeweiligen Zeitpunkt wichtig erschien. Ich bin sicher, Cassandra bedauert, wie sich alles entwickelt hat. Ihr solltet mit ihr reden. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr den Frieden wahren wollt, aber mein Verhältnis zur Sucherin ist, wie es ist. Ich hoffe immer noch, nichts von all dem ist real. Vielleicht ist das ja alles irgendeine Scheiße aus dem Nichts, die irgendwann einfach verschwindet. Ich weiß, ich muss mich bessern. Tut mir leid. Korypheus ist zurück. Tja, scheiße. Wir reden mit diesem Wächterfreund von Hawk und überlegen uns, wie wir diese dunkle Brut töten können. Wir haben nicht nur gedacht, Korypheus wäre tot. Er war tot. Kein Puls, keine Atmung, übersät mit Stichwunden. Da war jeder Zweifel ausgeschlossen. Die Frage ist nur... Ich dachte, die Wächter hätten Korypheus eingesperrt, um ihn zu benutzen. Aber was, wenn sie es taten, weil er unsterblich ist? Es gibt nichts, was man nicht töten kann. Da wäre ich mir nicht so sicher. Können die Dinge im Nichts wirklich sterben? Oh, Erbauer, was habe ich nur angerichtet? Damit hattet ihr nichts zu tun, Varric. Ich weiß, der Hawk zu Korypheus geführt hat. Hätte ich die Kater nicht zu dieser Ruine zurückverfolgt. Aber ihr habt Wichtigeres zu tun, als euch meine Sorgen anzuhören. Sagt einfach Bescheid, wenn ich etwas erschießen soll.
Wartet, das ist seltsam. Was? Ich hatte ein Dorf oder sowas erwartet. Die Leute, die mir Sachen hinterlegen, gehen nicht zu Orten wie diesem. Gebt mir eine Stadt und ich zeig euch alles, aber Überraschung, mit Wäldern oder blöden Ruinen kenne ich mich nicht aus. Was war da? Tut mir nichts. Harmond hat mich gezwungen. Beruhigt euch. Wir sind hier, um zu helfen. Helfen? Ich hatte schon genug Hilfe. Nur weil ich mich über einen Kampf beschwert habe, bin ich plötzlich ein Spion oder was? Ihr wart das mit dem Gerücht aus Verschiel. Mein Freund. Seid ihr sie? Auf euch hat er gewartet. Das ist sie. Sie ist hier. Die rote Jenny. Nicht klar, dass der Inquisitor auch hier ist. Das ist ein tragisches Missverständnis. Wieso stecken wir nicht alle unsere Schwerter weg? Ihr zieht eures Weges und wir vergessen das Ganze. Glaubt diesem Schleimbeutel kein Wort. Er hat angefangen. Ah, das war doch gar nicht so schwer, oder? Wir haben die Konfusion erkannt und überwunden. Ich bin Lord Pearl Harmond. Ich hoffe, Inquisitor, dass ihr auch weiterhin Vernunft walten lasst. Immerhin ist eure Gesellschaft alles andere als tugendhaft. Verdammter Mistkerl! Noch ein adliges Arschloch, das nach unten tritt! Wir beide sind uns sehr ähnlich. Naja, ihr könnt mir natürlich nicht das Wasser reichen, aber wir brauchen beide Leute. Sieh an, plötzlich wollt ihr reden, aber Sarah ist meine Verbündete. Ihr habt ihre Freunde angegriffen. Kommt schon, ihr wisst, was mich ihre Einmischung kostet, denn offenbar wart ihr daran beteiligt. Ehrlich, bis jetzt dachte ich, ihr wärt ebenfalls von diesen roten Jennys hinters Licht geführt worden. Ihr seid adelig und als Inquisitor weit mehr als eine Standesgenossin. Ich attackierte sie in unser beider Namen. Arschloch! Ruhe! Inquisitor, Herold, nichts läge mir ferner als eine Feindschaft mit euch und eurer Freundin. Wenn ihr gewillt seid, die Gelegenheit zu nutzen, könnten wir vortrefflich zusammenarbeiten. Bitte, was sollte das denn jetzt? Oh! Verdammtes, schwanzgesichtiges, stinkendes Arschloch! Nimm das, du schlappohriger Sohn einer räudigen... Oh, was? Ich denke, er hat genug. Lasst noch was von ihm übrig. Ach, zu spät, fürchte ich. Freunde, Inquisitor. Die würde ich diesem Haufen jederzeit vorziehen. Hey, wisst ihr was? Danke. Hat sich gut angefühlt, dem Arschloch das dümmliche Grinsen aus dem Gesicht zu treten. Sowas passiert nicht oft, wisst ihr? Aber wenn's passiert, verdienen sie's. Solange das Ganze innerhalb der Inquisition bleibt, unterstütze ich euch. Trotz der ganzen Aufregung hier? Trotzdem. Na dann. Schön. Aber wie genau meint ihr das? Ich bin es nämlich nicht gewohnt, dass mir jemand zustimmt, so wie ihr gerade. Wir werden sicher die ein oder andere Auseinandersetzung haben, aber ich hätte euch gerne als Freundin. So einen fetten Kontakt hatte ich noch nie. Fett natürlich im Sinne von wichtig. Aber mir soll's recht sein, Inquisitor. Ich mag euch. Mal sehen, ob das so bleibt. Was macht ihr gerade? Ich lausche.
anstrengte Augen. Das Scheppern der Rüstungen dröhnt in meinen Ohren. Mein Rücken schmerzt. Meine Finger sind zu ungeschickt für einen Knoten. Kühler Wind wie an Tante Eloises Teich. Verbrühte Lippen, als ich nippe. Wärme blüht in mir auf. Der erste Kuss in der Scheune. Wie war noch sein Name? Zinn klappert, als das Blut fließt. Pierres verhüllter Körper auf dem Wagen, der zur Kirche rollt. Noch 5 Minuten. Es ist meine Schuld. Könnt ihr etwas für sie tun? Ja. Schon gut. Nichts, was ihr getan habt, war von Bedeutung. Was? Wer seid ihr? Sie liegen da und manchmal sterben sie. So wie Pierre. Ihr könnt sie nicht retten. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Moment. Das hat nicht funktioniert. Lasst es mich erneut versuchen. In einer Minute werdet ihr mich vergessen. Ihr könnt sie nicht alle retten. Wie bitte? Wie Pierre, der krank wurde, nachdem ihr euch zu Tante Eloises Teich geschlichen hattet. Ihr wollt, dass es eure Schuld war, damit es einen Grund gibt und nicht so beängstigend ist. Aber es gibt keinen Grund. Pierre ist einfach krank geworden. Der Soldat hätte niemals überleben können. Es war nicht eure Schuld. Besser. Sie macht sich jetzt keine Selbstvorwürfe mehr? Nicht mehr so viele. Sie hüpften in ihr herum und wurden zu einem Knäuel aus Schuld. Jetzt ist es gelöst. Sie kann es entwirren. Gut gemacht. Danke, dass ich ihr helfen durfte. Es war nicht das, was eine Person getan hätte. Aber ich konnte helfen. Das ist alles, was zählt. Ihr könnt grinsen, so viel ihr wollt. Diese Runde gewinne ich. Verspottet ihr mich etwa, Kommandant? Ich wusste gar nicht, dass das in euch steckt. Warum versuche ich überhaupt? Inquisitor. Ihr wollt gehen? Heißt das, ich habe gewonnen? Ihr streitet euch doch nicht etwa, oder? Ich streite mich nie. Ihr solltet euch einfach mit meinem unausweichlichen Sieg abfinden. Danach fühlt ihr euch gleich viel besser. Ach, tatsächlich. Ich habe nämlich gerade gewonnen. Und ich fühle mich hervorragend. Werdet jetzt nicht überheblich. Dann seid ihr nämlich unausstehlich. Ich sollte mich ebenfalls wieder meinen Aufgaben zuwenden. Es sei denn, ihr hättet vielleicht Lust auf ein Spiel. Baut schon auf, Kommandant. Dieses Spiel habe ich als Kind mit meiner Schwester gespielt. Sie hat immer so selbstgefällig gegrinst, wenn sie gewonnen hat, was ständig der Fall war. Also habe ich wochenlang mit meinem Bruder geübt. Ihr hättet ihren Gesichtsausdruck sehen sollen, als ich dann endlich gewonnen habe. Durch meine Aufgaben für die Templer und die Inquisition habe ich sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich frage mich, ob sie immer noch spielt. Ihr habt Geschwister? 2 Schwestern und einen Bruder. Wo sind sie jetzt? Sie sind nach der Verderbnis nach Südhang gezogen. Ich schreibe ihnen nicht so oft, wie ich eigentlich sollte. Ich bin dran. Na schön. Dann zeigt mal, was ihr könnt. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Zeit miteinander verbracht, ohne über die Inquisition zu reden. Oder etwas, das mit ihr zusammenhängt. Um ehrlich zu sein, bin ich froh über die Ablenkung. Wir sollten mehr Zeit miteinander verbringen. Das würde mich freuen. Mich auch. Das sagtet ihr bereits. Wir sollten unser Spiel zu Ende bringen. Ich bin dran, oder?
Ich schätze, ihr habt gewonnen. Gut gespielt. Wir sollten das irgendwann mal wiederholen.